Hallo zusammen, Ruppi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, hier heute bei mir auf dem Tisch eine weitere Neuheit von Papo für 2023 und zwar die gemeine Eidechse mit der Nummer 50300. Ja, jetzt, was ist bitteschön eine gemeine Eidechse? Was versteht Papo unter einer gemeinen Eidechse? Ja, wir haben uns bei den ersten Produktbildern, die man so gesehen hat, überlegt, ja, ist es eine Waldeidechse oder ist eine Mauereidechse? Und siehe da, ja, ich denke mal, das ist wohl eher eine Mauereidechse. Ja, ihr seht, ich habe die hier viermal bestellt. Drei werde ich behalten. Eine geht an den guten Tellman, der mir hier schon einige wunderbare realistische Tiere skulpturiert und selbst bemalt hat. Ihr habt die Videos auf meinem Kanal gesehen. An dieser Stelle hier ganz viele Grüße an dich, mein Lieber. Die hier geht an dich. Das Tütchen habe ich noch nicht aufgeschnitten. Die anderen habe ich alle schon geöffnet. Ja, und die schauen wir uns hier heute in diesem Video mal an. Die anderen werden wir dann vergleichen. Ich werde im Laufe des Videos noch Bilder von echten Mauereidechsen einblenden. Dann habt ihr hier den optimalen Vergleich zwischen dem, was Papo hier geschaffen hat, und ja, der Realität. Ja, hat hier wieder einen Anhänger mit dran. Natürlich nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Ansonsten hier nur Warnhinweise. Ich mache das Ganze hier mal weg. So, das war jetzt echt ein Gepfriemel. Hier seht ihr mal 3 Stück nebeneinander. Ich werde natürlich auch noch mit der Kamera im Laufe des Videos ordentlich drauf gehen, damit ihr die Details hier besser erkennt. Ja, ich bin bei diesem Modell tatsächlich hin und her gerissen. Zum einen freue ich mich wie Bolle, dass wir hier eine Eidechse kriegen. Zum anderen, ja, die Proportion, die Länge des Schwanzes, das stimmt halt einfach. 0,0. Auch wie dick die Krallen hier sind, die Zehen, das ist definitiv alles nicht gut. Es ist alles nicht gut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse die 3 jetzt hier einfach mal drehen. Erzähl euch ein bisschen was zu der Mauereidechse und dann werden wir das hier in aller Ruhe besprechen. Die Mauereidechse Podarcis moralis war 2011 das Reptil des Jahres und gehört zur Familie der echten Eidechsen. Mauereidechsen findet man über das europäische Festland verteilt. Ursprünglich stammt sie aus dem Mittelmeergebiet aus Italien. Sie liebt trockene, sonnige Hänge an Wegrändern, Weinbergen und, wie der Name schon sagt, Mauern. In unserer Gegend findet man Mauereidechsen sehr häufig an und auf Burgruinen, wo sie wirklich bis auf den höchsten Turm klettern. Man sagt, sie wären bis zu 25 cm lang. Ich selbst habe noch nie eine Mauereidechse über 20 cm gesehen. 2/3 der Körperlänge fallen dabei auf den langen, schlank zu laufenden Schwanz. Im Vergleich zur heimischen Zauneidechse ist die Mauereidechse eher zierlicher und flacher gebaut. Männchen und Weibchen sind graubraun gefärbt, sie haben dunkle Flecken, sind seitlich der Länge nach hell gestreift oder getupft. Dabei schimmern die Tiere auch leicht rötlich, olivfarben oder gar grün. Der Bauch ist dabei weiß bis blassgelb. Sie werden um die 10 Jahre alt und ernähren sich vorwiegend von Insekten, Spinnen oder Würmern. Ja, das ganz grob, ein bisschen Wissen to go zur Mauereidechse. Es gibt natürlich noch sehr, sehr vieles darüber zu lesen, zu erfahren, falls ihr euch für diese wunderbaren Tiere hier interessiert. Ja, die Mauereidechse von Papo hat hier eine Länge von leider Gottes nur 11,3 cm, ist entsprechend flach. Ja, wie ihr hier schon erkennen könnt, die Details, gerade was die Schuppen hier angeht, ist also wirklich absolut fantastisch geworden. Auch der extra abgesetzte Hals mit den Falten, das kann man alles anschauen. Ist eine einfache, aber nette Zeichnung, die man hier sieht. Ne? Seitlich sind sie hier in einem Hellgrau drüber gegangen, oben und unten einen Streifen. In der Mitte findet man so eine Kupferfarbe und dazwischen ist das Ganze schwarz. Ich hoffe, das kommt rüber. Der Glanz, den man hier sieht, ist absolut fantastisch, wie ich finde. Also ob man da leichte Metallicfarben genommen hat, ich kann es euch nicht sagen, aber der Glanz ist schon absolut fantastisch. Ne? Beim Kupfer sieht man es auf jeden Fall, Metallicfarbe, aber hier oben, ja, das ist schon wirklich schön geworden. Und die Farbe, finde ich, passt auch wirklich gut. Hier haben wir den Kopf. Ihr seht, das Auge hat auch einen Tupfen Metallic bekommen.
eine schwarze Pupille. Der dunkle Streifen geht hier über den Kopf, in den Körper über. Man kann hier sehr schön die Falten am Hals erkennen. Das Maul wurde auch gut skulpturiert. Man sieht hier wirklich wunderbare Schuppen. Hier oben sind die natürlich entsprechend groß. Die Augen sitzen auch gut. Der Kopf hätte vielleicht ein bisschen spitzer werden dürfen. Wie ich finde, er ist relativ flach. Das ist okay. Recht breit. Die Schnauze hätte noch ein Müh länger werden dürfen. Aber guckt euch mal die Bemalung an. Das ist schon echt super geworden. Ist es bemalt oder bedruckt? Ich glaube ja eher, es ist bedruckt. Hier unten eine Riesennummer auf dem Unterkiefer. Das ist auch nicht wirklich schön. Und am Hals fangen hier schon die winzig kleinen Schuppen an. Ihr seht, dann zum Übergang zum Körper werden die dann wieder ein bisschen größer. Also ist schon absolut fantastisch gemacht. Auf dem Bauch sieht man ebenfalls sehr schöne Schuppen. Leider Gottes durch die Bestempelung nicht ganz so deutlich zu sehen. Papo, Copyright von 2023, wurde in China produziert, das Ganze. Seitlich geht es dann wieder mit diesen feinen Schuppen weiter, die sich dann hier über den kompletten Körper ziehen. Das ist schon absolut fantastisch gemacht. Wir schauen uns das auch auf dieser Seite hier an. Ne? Hier unten auf dem Bauch haben sie noch ein paar schwarze Tupfen gesetzt, was mir übrigens auch sehr gut gefällt. Seitlich dann wieder die grauen Streifen, diese schwarz unterbrochen mit der Kupferfarbe. Oben wieder ein weißer Streifen, der sich wirklich bis vor in den Kopf zieht. Die Augen, die Pupillen haben sie hier wirklich sehr schön gesetzt. Man sieht hier auch die Kupferfarbe als Grundfarbe von den Augen und ein kleiner schwarzer Pupillenpunkt draufgesetzt. Der Ausdruck ist absolut okay. Auf dieser Seite des Halses seht ihr keine Falte, nur auf dieser Seite. Ist auch okay. Ja, der Körper ist auch relativ flach gehalten, sehr glatt, als ob sie hier gerade ein Sonnenbad nimmt. Da drücken sich die Tiere richtig platt auf den Boden, damit sie so viel Sonne wie möglich abkriegen. Aber der Körper ist ein bisschen gestaucht. Der hätte länger und von mir aus auch noch ein bisschen schlanker werden dürfen. Ich meine, der sieht jetzt hier breit aus, weil es relativ kurz ist, die Fläche. Hätten sie es ein bisschen länger gemacht, dann würde das wesentlich schlanker wirken. Dann haben sie hier über den Rücken ganz wild verschiedene Punkte gesetzt. Und wenn ich da eine andere Eidechse daneben halte, seht ihr auch, dass das definitiv bedruckt wurde. Ja, also das ist nicht handbemalt, das wurde schon bedruckt. Das kann man an solchen Geschichten schon sehen, genauso wie hier auf der Unterseite. Ne? Ihr seht, die Flecken laufen alle gleich, ist also definitiv ein Druck. Gleichzeitig sieht es aus, als ob es noch einen leichten Wash bekommen hätte. Ne? Gerade hier unten in den Schuppen, ihr seht, wie da das Dunkle ein bisschen dazwischen sitzt. Und es gibt den Schuppen einfach ein bisschen mehr Volumen, macht sie noch deutlicher. Ja? Was mir auch sehr gut gefällt. Ja, dann was die Arme, die Finger hier angeht und die Krallen, ist ein Spielzeug, ist klar. Man kann es nicht zu fein machen, aber hätte man die Eidechse allgemein ein bisschen größer gemacht, dann hätten die auch schlanker, dünner gewirkt. So sind die halt ziemlich fett im Vergleich zur Eidechse. Ja. Die Farbe, die sie hier bemalt haben, ist auch gut, hat definitiv einen Wash bekommen. Die Krallen haben sie hier schwarz bemalt. Ja, die Handfläche ist auch nett geworden. Sie haben halt sehr lange Fingerglieder. Eidechsen allgemein, somit gelingt es ihnen ja ziemlich schnell und ziemlich steil zu klettern. Aber sie wirken halt, die Finger wirken halt im Vergleich zum Körper viel zu dick, als ob sie Wasser hätte. Ja? Das ist halt leider Gottes auch nicht so schön. Hier kommen dann auch schon die Hinterbeine, die etwas länger gestaltet wurden. Auch hier die langen Finger zu sehen, müssten eigentlich noch länger sein und viel dünner. Okay? Aber auch hier sieht man schön, dass das gefleckt wurde zwischen Reihen, was also absolut reizvoll umgesetzt wurde. Ist schon ein tolles Stück, der steht hier außer Frage. Darum sagte ich auch anfangs, ich bin hier hin und her gerissen. Zum einen freue ich mich wie blöd, zum anderen ist man auch echt enttäuscht. Ja, dann geht es ja über in den Schwanz. Auch hier sieht man wieder die feineren Schuppen. Das ist auch toll gemacht. Auch die Farbe, die sie hier gewählt haben, sagt ja, die Bauchfarbe geht so von weiß bis in blassgelb über. Hier haben sie halt ein ganz helles Grau genommen. Ja, so, und der Schwanz ist halt definitiv zu kurz, wenn man sich überlegt, der Schwanz nimmt ja 2/3 des Körpers ein. Also er müsste mindestens so lang sein. Ja. Das fehlt hier, dieses Stück fehlt hier definitiv und dann noch den Vorderkörper etwas länger gestreckt, dann wären sie besser
damit bedient gewesen, beziehungsweise wir hätten schönere Skulpturen bekommen. Ich weiß nicht, warum sie den so kurz gemacht haben. Ich finde es nett, dass sie hier noch so eine leichte Biegung drin haben, aber wie das Ganze hier aufhört, ja, tut mir leid, es sieht halt irgendwie auch schon wieder aus wie ein Stückchen nachgewachsener Schwanz. Wenn sie ihn mal haben fahren lassen, dann wird er halt nicht mehr ganz so lang und ist auch ein bisschen dicker. Und so sieht es leider Gottes aus. Ja, sieht ein bisschen aus wie eine, ja, verkrüppelte Eidechse. Es tut mir leid, das so zu sagen müssen. Es ist so eine schöne Arbeit, aber dass man dann da nicht dran denkt und das so raushaut, das muss und kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Also finde ich sehr, sehr, sehr schade, Papo. Ihr hättet hier so ein Bomben-Mauereidechsen-Modell raushauen können, meine Güte. Es ist super schön von der Bemalung, vom Druck, von den Farben her. Es ist toll gewählt, das ist echt ein Schmuckstück. Damit kriegst du jeden Reptilien-Fan. Jeder, der Eidechsen mag, wird dieses Modell hier lieben. Aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Anders kannst du es nicht sagen. Leider, leider, leider. Das ist so, so, so schade, dass der Schwanz nicht länger und spitzer, feiner ausläuft. Ich meine, das hier ist ja ein Gummimaterial. Was soll denn passieren? Ja, und ich kann es nur nochmal sagen, so würden auch die Zehen etwas dünner wirken, wäre der Körper und der Schwanz länger gezogen. Ja, der Kopf ist meiner Meinung nach halt auch zum Körper ein bisschen zu kurz. Der Körper ist zu gedrungen. Vielleicht haben sie es deshalb auch gemeine Eidechse genannt, um jetzt nicht hier so speziell drauf zu gehen, um eben das zu vermeiden, dass Leute sagen, ja, wäre es eine richtige Mauereidechse, müsste das und das so sein. Aber allgemein für eine Eidechse ist der Schwanz definitiv zu kurz. Definitiv, ja. Also das hätte man anders tatsächlich besser gefallen. Ansonsten ist es ein klasse Modell. Also wenn ihr Eidechsen, Mauereidechsen mögt, ja, holt euch das Ding, ist echt klasse, ist auch nicht allzu teuer, man kann sich's leisten, ist schon absolut okay. Und wenn ich da jetzt mal die anderen Eidechsen noch dazu halte, ja, je mehr umso besser, dann seht ihr das, wie schön und wie gleichmäßig die eigentlich bedruckt wurden. Ja, also ist echt klasse gelungen und ich kann es noch mal sagen, die Farben sind hier super gewählt. Ihr seht auch, die Augen sitzen hier im Großen und Ganzen verdammt gut. Umso trauriger, dass man es nicht noch ein bisschen, ja, realistischer umgesetzt hat. Ja? Anders kann ich es leider nicht sagen. Also zum einen Jubel, Jubel, Freu, Freu. Zum anderen, oh, schade, Mann. Schade, Papo. Man hätte es echt noch besser machen können. Okay? Ja, wie schon gesagt, ich blende euch noch Bilder von echten Mauereidechsen hier ein. Dann kriegt ihr auch ein besseres Gefühl, gerade was die Beschaffenheit, die Länge des Körpers, des Kopfes angeht. Auch die Farben, wobei es halt auch von Region zu Region da natürlich auch zu Schwankungen kommen kann. Es gibt auch Mauereidechsen, die fast grün marmoriert sind. Je mehr südlicher ihr geht, das zu der Mauereidechse, die gemeine Eidechse mit der Nummer 50300 von Papo, eine Neuheit für 2023. Wenn ihr Reptilien mögt, lasst euch dieses Modell nicht entgehen. Ist wirklich super schön geworden. Bis auf, ja, Größe, Proportion, das ist hier leider nicht ganz so gelungen. Aber wir haben es hier mit Spielzeug zu tun, von dem her muss man hier Gnade für Recht ergehen lassen. Ich darf da nicht zu streng sein. Ja, ich bin ja schon froh, wenn Hersteller überhaupt sowas rausbringen. Und wenn es dann auch noch so schön farblich umgesetzt wurde wie hier. Ja, toll, Papo. Freue mich da sehr drüber. Gut, dann würde ich sagen, bin ich hier durch. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Yeah.